Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Heute möchte ich Ihnen ein Lokmodell, eine Formneuheit 2020 aus dem Hause Pico vorstellen. Und ich möchte es mal so umschreiben. Pico ist mit dieser Lok ein Coup gelungen. Die Deutsche Bahn nahm diese Lok im Juli diesen Jahres vom Regelspurgleis und Pico setzte sie kurzfristig aufs H0-Gleis. Klasse Timing, finde ich. Damit lebt diese Lok als Modell weiter. So, und jetzt spanne ich Sie nicht länger auf die Folter. Es ist die legendäre Baureihe 120 der DB. Und jetzt will ich sie auch mal hier rauslassen. Und hier kommt sie schon aus der Verpackung gerollt. So, bevor ich Ihnen die Lok im Modell vorstelle, liebe Modellbahnfreunde, wie immer ein kleiner Rückblick in die Historie dieser Lok. Die Baureihe 120 ist eine Elektrolokomotivbaureihe der Deutschen Bahn AG. Sie gilt als die weltweit erste in Serie gebaute Drehstromlokomotive im Hochleistungsbereich mit Umrichtern in Halbleitertechnik und ist ein Meilenstein in der Entwicklung elektrischer Lokomotiven. Zwischen 1979 und 1980 wurden die ersten 5 Lokomotiven der Baureihe 120 in der TEE-Lackierung rot-beige mit moderner Drehstromantriebstechnik an die DB geliefert. Hierbei hatte die für 200 km/h zugelassene Lok 120005-4 einen abweichenden Knick in der Front sowie eine Dach- und Pufferverkleidung. Am 13. August 1980 stellte die Lokomotive 120002 mit 231 km/h einen neuen Weltrekord für Drehstromfahrzeuge auf. Ausgehend von dieser Technologie der Baureihe 120 wurden Mitte der 1980er Jahre die ersten ICE-Triebköpfe entwickelt. Am 5. Juli 2020 wurden fast alle sich noch im Einsatz befindlichen Loks dieser Baureihe 120 abgestellt. Soweit der Blick in das relativ kurze Leben einer E-Lok. Und damit komme ich jetzt zum Epoche 5 Modell der Baureihe 120 in Baugröße H0 von Pico. Zuerst die angebotenen Varianten mit Nennung der Artikelnummern. Mit der Artikelnummer 51324 wird die hier von mir vorgestellte Analogvariante angeboten. Die Wechselstrom-Analogvariante ist unter der Artikelnummer 51325 bei uns zu haben. Die Soundvariante inklusive Pico Sound und Decoder finden Sie unter der Artikelnummer 51326 und die Soundvariante für die Wechselstromfahrer ist unter der Artikelnummer 51357 bestellbar. Das Pico-Modell der attraktiven Baureihe 120 ist eine Formneuheit. Sie besticht durch feinste Lackierung und Bedruckung und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Der Dachaufbau ist perfekt nachgebildet. Isolatoren und elektrische Leitungen sind in vorbildlicher Materialstärke wiedergegeben. Der Einholm-Pantograph besticht durch seine filigrane Ausführung. Die markante Gehäuseform ist am Modell perfekt umgesetzt. Extra angesetzt sind die Türhandläufe. Die scharf gravierten Drehgestelle runden den perfekten Gesamteindruck dieses Modells ab. Der Lichtwechsel zwischen Dreispitzsignal und Schlusslicht erfolgt fahrtrichtungsabhängig mittels LED-Beleuchtung.
Der fünfpolige Motor sorgt mit zwei Schwungmassen in jedem Geschwindigkeitsbereich für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Das Modell bringt ca. 513 Gramm auf die Waage. In Verbindung mit zwei Haftreifen sorgt dieses Gewicht für ausreichend Zugkräfte. Für die Aufnahme von Kurzkupplung ist ein NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse vorhanden. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 nach NEM 658 ausgerüstet. Damit lässt sich das Analogmodell problemlos mit einem Sounddecoder und größtmöglichen Lautsprecher nachrüsten. Die Soundvariante ist ab Werk mit einem Pico Smart Decoder 4.1 und authentischen Fahrzeugsound ausgerüstet. Bremsschläuche liegen zum Nachrüsten bei. Die Länge der Lok über Puffer beträgt 221 mm und der befahrene Mindestradius beträgt 358 mm. Soweit meine Lokpräsentation der Baureihe 120 der Deutschen Bahn als Epoche 5 Ausführung. Alle technischen Features der Lok können Sie übrigens auch unter der betreffenden Artikelnummer nochmals auf xtrain24.de nachlesen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spielspaß mit Ihrem neuen Lokmodell der Baureihe 120 aus dem Hause Pico. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.